Bei dir steht eine Zahnbehandlung an, aber da müssen Abdrücke gemacht werden. Zahnabdrücke, diese unangenehmen Knetmassen im Mund. Allein dieser Gedanke, es bröselt, es läuft vielleicht nach hinten und du fängst an zu speicheln. Unangenehme Würgereize, wie peinlich. Und was ist eigentlich, wenn der Zahnarzt den nie wieder rauskriegt? Ja, ich weiß, sind Gedanken, die da ablaufen, aber ich zeige dir in diesem Video eine sanftere, schnellere und smartere Methode für dich. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. In diesem Video möchte ich dir ja eine Innovation zeigen, die mich selber immer wieder Tag für Tag regelrecht in meiner Praxis fasziniert. Ja, das Verfahren ist nicht ganz neu. Es gab es schon vor mehreren Jahren, Jahrzehnten sozusagen. Aber jetzt ist es an so diesem Punkt, wo es so extrem für dich und mich, also für die Patienten und auch für die Zahnärzte, ausgereift ist, dass es einfach sensationell ist. Weil ich habe die Generation davor getestet und war schon begeistert, weil es einfach wesentlich sanfter für die Patienten ist. Und ich habe jetzt seit ein paar Wochen die neue Variante davon in der Praxis und boah, das zerfetzt nochmal alles. Das ist einfach genial. Und das möchte ich dir in diesem Video einfach nachher am Ende mit einem kurzen Live-Video mal zeigen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, worum geht es hier eigentlich. Das ist eine Methode, eine sanfte Methode, die muss kein Mensch haben, kein Zahnarzt. Keiner ist dazu verpflichtet, weil es natürlich auch mit, ja, es ist mit Kosten verbunden, es ist mit Innovation verbunden. Und die ganze Praxisstruktur muss dahingehend ausgelegt werden. Aber in meinen Augen gibt es nichts Sinnvolleres, weil es einfach extrem smart für dich ist. Vergiss einfach dieses Gebrösel im Hals. Vergiss diese Panik, dass du einen Würgereiz entwickelst. Und ich selber kenne das auch, wenn du das Gefühl hast, dieser Abdruck geht nicht wieder raus. Ja? Du verfällst sofort in Panik. Und das muss alles nicht sein. Es ist halt so, dass die Technologie, die Digitalisierung auch in der Zahnmedizin, aber auch ganz wichtig in der Zahntechnik, ja, sich explosionsartig beschleunigt, verändert, ja, auch verbessert letztendlich. Und das heißt, wir haben eine Möglichkeit, eben das Ganze digital abzuscannen. Das heißt, wir machen einen Datensatz von deinen Zähnen, dass wir den Oberkiefer, Unterkiefer quasi mit Fotos einfangen. Wir gucken auch, wie du beißt. Und das Faszinierende, wir können mittlerweile auch sehr, sehr, sehr gut Schleimhaut abscannen. Das ist etwas, was mich absolut fasziniert. Das heißt, vor ein paar Jahren war es noch so, dass hauptsächlich wirklich der Zahn gut abgescannt werden konnte. Aber mittlerweile hat die Technologie es einfach so gemacht, dass diese Kameras, die da drin sind, letztendlich wirklich alles in deinem Mund extrem schnell abscannen können. Und das ist etwas, was wir dir nachher zeigen wollen. Schau, es ist natürlich nicht nur so, dass wir dir diesen Abdruck ersparen können, diesen Würgereiz, diesen peinlichen Moment, sondern was ich viel, viel spannender finde, ist, dass wir auch von der Behandlungszeit viel, viel schneller geworden sind. Das heißt, wir können mittlerweile entscheiden, gehen diese Datensätze in das Labor außerhalb der Praxis oder aber haben wir die Möglichkeit, wo wir eben spezielle Strukturen in der Praxis aufgebaut haben, dass wir beispielsweise an einem Tag mehrere Kronen, Teilkronen, Brücken für dich so herstellen können, dass du keinen zweiten Termin mehr hast. Das bedeutet für dich, du musst nicht nochmal in die Praxis kommen. Du hast keine Provisorien, die rausfallen und zerbrechen können. Du bekommst nicht das zweite Mal eine Spritze. Wie hört sich das für dich an? Das ist schon faszinierend und das hat die Zahnmedizin schon revolutioniert. Das heißt, stopp! Eine Bitte habe ich an dich. Wenn du von meinen Videos schon profitieren konntest, was lernen konntest und du mir etwas zurückgeben möchtest, dann klicke jetzt genau unter diesem Video auf den Abonnier-Button, weil das motiviert mich natürlich extrem. Aber YouTube schenkt mir mehr Reichweite und somit können mehr Menschen einfach von meinen Videos profitieren. Danke dafür. So, jetzt blenden wir dir einfach hier parallel dazu einfach mal das Video ein, wo ich schnell meine Mitarbeiterin mal für dich abgescannt habe, dass du mal ein Gefühl dafür bekommst. Du siehst, dieser Scanner, das ist das Geheimnis letztendlich. Der wird sanft in deinen Mund eingeführt und berührt eigentlich gar nicht die umgebenden Gewebe wie Zähne oder sowas, sondern macht einfach,
Ja, raketenschnell, letztendlich unter einer Minute scannt er diesen Oberkiefer für dich ab. Du siehst, wie präzise das Ganze mittlerweile schon, ja, Naturfarben wiedergegeben ist. Letztendlich wäre es natürlich spannend, die alten Systeme dagegen nochmal zu sehen. Aber du siehst, wie schnell das funktioniert. Und du siehst hier auch am Ende des Videos, wie wir einfach dreidimensional mittlerweile mit dem Touchscreen das Ganze dir auch als Patient mal zeigen können, weil es ist schon faszinierend, einfach auch mal live zu sehen, was eigentlich in deinem Mund da los ist. Du hast jetzt in diesem Video gesehen, wie dieser Scanner funktioniert. Das heißt, schnell, präzise und sanft. Und vielleicht ist deine nächste Behandlung die Teilkrone und du fragst dich, was ist denn überhaupt eine Teilkrone? Denn klicke jetzt auf dieses Video, wo ich dir erzähle, was ist eine Teilkrone im Unterschied zur Krone. Bis zum nächsten Video. Ciao.